Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel, ich will Immos, Immos. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute endlich mal wieder mit einer Interview-Folge. Und zwar haben wir zu Gast den Kolja Pusch, der Fußballprofi ist und Immobilieninvestor und ganz, ganz spannende Themen im Bereich Neubau für uns mitgebracht hat. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir heute eine tolle Folge mit dir aufnehmen dürfen und dich mal so ein bisschen interviewen können zu dem Thema Profisport, aber auch zu dem Thema Immobilien und Investments und wie man das Ganze übereinander bringen kann. Und deswegen erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Marc, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Sehr, sehr gerne. Also vielleicht kannst du für die Zuschauer, die so wie ich nicht ganz so firm sind im Fußballbereich, mal kurz ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist und was du so in der Vergangenheit gemacht hast. Profisportler, klar, aber im Fußballbereich habe ich zweite und dritte Liga gespielt, deswegen ist mein Name da nicht besonders bekannt, aber eben jetzt seit knapp 12 Jahren Fußballprofi und habe relativ früh für mich, das Thema gehabt, schaffe ich es in die Bundesliga oder nicht. Erst da macht das dann wirklich Spaß, sage ich mal, finanziell, wo wir auch gleich drauf kommen. Und ansonsten bin ich gebürtiger Wuppertaler hier aus der Region. Wie alt bist du jetzt gerade? Ich bin jetzt 30 Jahre alt und wohne in Düsseldorf jetzt, habe eine Familie, habe eine kleine Tochter und bin einfach sehr motiviert, auch als Unternehmer. Und freue mich heute davon ein bisschen zu erzählen. Wie lange bist du denn oder wann hast das angefangen mit dem Fußball? Wann ging es da los? In welchem Alter? Also Fußballprofi, ich sag mal, den Weg kann man so mit 15, 16, 17 muss man da auch nicht Gas geben. Aber den Step in den Profibereich 18, 19, 20, 21. Und dann ist man entweder top oder eben, ja, man kann ein bisschen was verdienen. Aber es ist nicht so, dass du dann mit 35 nicht mehr arbeiten muss. Und in dem Step fing es halt bei mir an zu überlegen, okay, was mache ich mit meinem Geld? Wie investiere ich mein Geld für mich privat, sodass ich in 10, 12, 15 Jahren finanziell frei bin? Und ich war sehr ehrgeizig, war sehr motiviert, habe mich viel informiert, habe natürlich auch große Hilfe durch meinen familiären Background. Mein Vater ist Bauingenieur und wir haben ein Bauunternehmen, die Firma Bauwerk seit 1956, da kommen wir gleich noch drauf. Hat mein Großvater großgezogen und habe ich natürlich Know-how aus dem Immobilienbereich schon früh mitbekommen. Meine Cousinen sind Architektin, der Bruder von meinem Vater ist Architekt. Also wir haben super Know-how-Base, sage ich mal. Also schon immer irgendwie im familiären Bereich mit Immobilien zu tun gehabt, aber trotzdem war ja der Sport dabei. Und wenn ich mir das so vorstelle, ich kenne das aus dem Eishockey-Bereich zum Beispiel, wenn man jetzt Profisportler werden möchte, dann hat das ja auch was mit Zeiteinsatz zu tun. Ne? Also ich glaube, für den Zuhörer, der das noch nicht so kennt, der Zeiteinsatz ist ja nicht, dass das nebenbei als Hobby gelaufen ist, sondern als Vollzeitjob wahrscheinlich. Ne? Also 5 Tage die Woche mindestens Training, gehe ich jetzt mal von aus, oder korrigiere mich gerne, wenn es noch mehr war. Genau, es ist ein Fulltime-Job, bisschen gestreckt auf 7 Tage, weil du am Wochenende viel unterwegs bist auch. Unter der Woche, sage ich mal, ein halbtags, Wochenende dann nochmal halbtags oder ein bisschen mehr durch Auswärtsfahrten. Aber eben zum Beispiel Auswärtsfahrt von Regensburg nach Kiel, 8 Stunden im Bus. Was machst du? Spielst du PlayStation? Trinkst du einen Kaffee? Quatschst du irgendwelchen Blödsinn? Oder informierst du dich, wie kann ich erfolgreich werden mit Immobilien? Und da war für mich schnell klar, ich lese Bücher über Mindset, ich lese Bücher über finanzielle Freiheit und habe dann eben für mich auch entschieden, ich gehe in den Immobilienbereich. Ich habe mich auch sehr stark für Aktien und für Kryptowährungen zum Beispiel interessiert. Aber wenn man das Thema Eigenkapitalrendite und Fremdkapitalrendite einmal richtig versteht, die Inflation über Jahre gegenrechnet gegen deine Kreditschuld, dann muss man einfach, für mich ganz klar, muss man auf Immobilien gehen. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt nur einen Plan und der heißt Immobilien, Vollgas da rein. Cool, aber die Initialzündung quasi, die dahinter gesteckt hat, kam so ein bisschen aus dem familiären Bereich oder durch deine Weiterbildung in dem Bereich, dass du da angefangen hast, Bücher zu lesen, dich zu informieren und so?
Ja, schon auch schon von mir selbst, aber der Booster war quasi, dass ich dann eben auch einen Background habe, wo ich dann eben alle Fragen oder alle Themen, Netzwerk, bautechnische Fragen, Sachen, die einen, sag ich mal, so ein bisschen auch, ich sag mal, Ängste zu investieren haben könnten, die wurden mir eben genommen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wenn was ist, ich habe jemanden, der mir hilft, dem ich vertrauen kann. Habe dann alles aufgesogen, alles, ich kann mich an alles erinnern, was mein Vater mir beigebracht hat, viel zusammen gemacht und wenn ich dann eben auf dem Platz stand, war auch jemand da, der mich dann unterstützt hat. Das war schon sehr wichtig, gerade in der Anfangszeit und da bin ich auch sehr dankbar für, aber initial ist eben für mich das Thema Fremdkapitalhebel, Eigenkapitalrendite. Das hast du bei Immobilien eben und deswegen Vermögensaufbau, langfristig Immobilien. Ja, die sollten auf jeden Fall mit dabei sein, ne? Also man kann das andere als Beimischung dazu haben, ist auch meine persönliche Einstellung, aber die Immobilien haben halt den größten Hebel aufgrund des Fremdkapitals, ne? Wo waren denn für dich die ersten Berührungspunkte mit Immobilien? Also habt ihr selber in der Mietwohnung, im Eigentum oder in einem vermieteten Mehrfamilienhaus gewohnt? Also wo waren deine ersten Berührungspunkte mit einer Immobilie? Meine Eltern haben ein Eigenheim, da habe ich gewohnt. Ich selber habe zur Miete gewohnt und ja, man kann so sagen, ich hatte so knapp 2,5, man hat so ein paar Prämien immer beim Fußball, 2,5, 3 netto im Monat. Das war so meine Base. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was ist, wenn ich das 10 Jahre, diesen Schnitt habe, vielleicht mal 3,5, je nachdem, wie es läuft, kannst du auch mehr verdienen im Fußball, klar. Wenn du das auf 10 Jahre, 12 Jahre im Schnitt hast, toi, 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 du bleibst gesund, wie stehst du dann da, wenn du irgendwann kein Einkommen mehr hast? Und da habe ich mir über einen ganz klaren Plan überlegt und mein Ziel war es von Anfang an, da war ich 19, ich suche mir ein Mehrfamilienhaus, finanziere das, so hoch es geht, was halt die Bank sagt, was möglich ist, und vermiete das und baue mir dadurch Cashflow auf, entwickle die Mieten, saniere vielleicht eine Wohnung, steigere die Miete und mit dem Cashflow kaufe ich das nächste aus, perspektivisch. Das war der Plan. Und da habe ich gesagt, okay, Fixkosten so gering wie möglich und den Rest investieren in Immobilien. Vollgas rein. Und dann halt eben, keine Ahnung, 400 Euro Miete, kleines Auto. Perfekt. So ist der Start gewesen. Konntest du viel Geld zur Seite legen sozusagen, weil deine Fixkosten niedrig waren und hast dann mit 19 angefangen, das erste Mehrfamilienhaus gekauft, oder? Genau, hier in Wuppertal, Wichlinghausen, habe ich damals für 275.000 Euro 424 Quadratmeter Wohnfläche, 8 Wohneinheiten gekauft. Total Chaos in dem Haus. und habe quasi den Vermietungsprozess, den Ankaufsprozess, den Finanzierungsprozess, den Entwicklungsprozess komplett selbst geplant und begleitet natürlich durch meinen Familienhintergrund. Und ja, das ist gut gelaufen, kann ich nur sagen. Und dann Stück für Stück habe ich halt weiter investiert. Inzwischen habe ich ja so knapp 70 Wohnungen im Privatbesitz. Habe dann aber sukzessive eben auch mich verbessert, professionelle Strukturen aufgebaut, vermögensverwaltende Immobilien GmbHs, steueroptimiert gedacht. Und inzwischen in meiner Unternehmensgruppe sind 9 Immobilienfirmen. Und wir machen jetzt nicht nur Vermietung, so wie ich gestartet bin, sondern eben auch Projektentwicklung, Neubau. Aber da können wir gerne gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also ich liebe solche inspirierenden Erfolgsstories eigentlich, weil, also was ich ganz cool finde, ist, du hast gerade gesagt, mit 19 Jahren 2,5-3.000 Euro netto gestartet quasi. Das ist ja auch etwas, wenn man jetzt hier bei uns im Footer liest, ja, Fußballprofi, 2,5-3.000 Euro netto ist ja zum Glück jetzt nicht das extrem hohe Gehalt, wo man jetzt sagt, ah, das kann ich als Normalo niemals erreichen oder, ne, also ich glaube, die Einkommensverhältnisse sind so, dass das jetzt nicht unrealistisch hoch ist und du hast es geschafft, damit im Prinzip zu starten, deine erste Immobilie zu kaufen. Was mich jetzt interessieren würde nochmal, wenn wir nämlich an dem Punkt zurückgehen, weil, also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, merke ich immer, dass gerade dieser Einstieg in den Immobilienbereich für die meisten Personen so der schwierigste Punkt irgendwie ist. Deswegen frage ich immer ganz gerne, wenn man mit erfolgreichen Leuten zusammensitzt, wie diese Phase bei einem selbst verlaufen ist. Ich kann mich an mich noch erinnern, welche Herausforderungen und Hürden ich da so vor der Brust hatte, aber mich würde natürlich interessieren, jetzt bist du 19 Jahre alt, bist im Fußball unterwegs, hast gutes Geld verdient,
Ich weiß, im Eishockey hat man immer befristete Arbeitsverträge. Mhm. Ich weiß nicht, wie das im Fußball ist. Jetzt gehst du zu einer Bank und sagst, ich möchte gerne voll finanzieren. Ich habe ein bisschen Eigenkapital mit dabei. Gebt ihr mir das Geld. Wie waren da die Gespräche für dich? Ja, exakt. Sehr schwierig. War sehr kompliziert. Der Verkäuferkontakt kam aus einem privaten Netzwerk. Deswegen hatte ich Zeit, sage ich mal. Weil damals war ich nicht so aufgestellt, dass ich in 2 Wochen zum Notar gehen kann. Mhm. Das musste man letztes Jahr auf jeden Fall gewährleisten. Jetzt, wo die Zinsen gestiegen sind, haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Das stimmt, ja. Aber die Struktur habe ich jetzt gebaut. Damals hat sowas dann mal 4 Monate oder 5 Monate, glaub ich, gedauert. Und es war eben so, die Bank hat gesagt, du hast noch ein Jahr Vertrag. Danach ist nichts mehr da. Also auch befristete Verträge im Fußball? Genau, befristete Verträge, manchmal 1, 2, 3, 4 Jahre, aber ich hatte eben noch ein Jahr Vertrag. Mhm. Deswegen haben die erstmal gesagt, ja, du bist nicht finanzierbar. Schon mal gar nicht 100%. Dann geht es halt im Leben meiner Meinung nach darum, klar, du kannst Know-how aufbauen, aber es geht auch um Mindset. Es geht darum, ich sag mal, das Gesetz der Anziehung. Du musst eine sehr starke Energie haben in deinem Kopf, in deinem Unterbewusstsein. Du musst es wollen. Mhm. Wenn du es willst, ergeben sich Situationen und du schaffst einen Weg, das hinzubekommen. Ich hatte damals schon aus der Jugend schon ein bisschen Geld gespart. Das waren knapp 80.000 Euro, die ich immer wohl behütet habe. Und die Bank hat mir gesagt, okay, wir finanzieren dir auf diese 275.000, finanzieren wir dir 180.000, hatte ich hinten raus, dann den Rest, sag ich mal, ne? Knapp 90.000 finanziert mir die Bank, haben sie hinterher gesagt, bezogen auf den Ertragswert und auf die Mieteinnahmen. Ne? Das trägt sich, das passt. Den Rest musst du dir organisieren. Ja, wie machst du das? Also mehr Eigenkapital mit reinbringen. Du musst Eigenkapital bringen. Und für mich war dann klar, ich muss jemanden überzeugen, der mir quasi ein Darlehen gibt, was erstmal mein Eigenkapital in Bezug auf die Bank ist. Jetzt für andere, ich sag mal Zuhörer, man muss ja nicht direkt mit einem Mehrfamilienhaus starten, sondern du kannst dasselbe in Grün für eine 30.000 Euro Wohnung machen. Dann brauchst du eben 10.000 Euro EK und das kann man sich besorgen, wenn man 2 Wochen auf dem Oktoberfest-Kellner geht. Ne? Also zum Beispiel, ist hart, aber muss man einmal durch. Und dann hat man einen Start, sag ich mal. Ne? Ich hatte eben das Ziel, direkt ein bisschen größer zu starten und habe dann in meinem Umfeld Leute versucht zu überzeugen von meiner Vision. Stück für Stück habe ich eben dann 180.000 Euro EK, was eigentlich dann kein EK war, nur ein Teil, habe ich aufgebracht. Also mit 19 Jahren, du hast noch keine einzige Immobilie gehabt, bist du auf die Suche gegangen nach einem Kapitalgeber, der dir das Vertrauen schenkt und sagt, okay, ich glaube, dass du das hinkriegen kannst. Und derjenige hat dir dann 180.000 Euro Darlehen gegeben, als Privatdarlehen. Genau, quasi. 80 hatte ich selber. Aber ach so, den die 100.000 dann. Die 100.000. Habe ich dann einen anderen Darlehensgeber bekommen, was ich dann auch ordentlich verzinst habe, aber eben auch, ich hätte glaube ich nach 5 Jahren habe ich diese 100.000 auch wieder zurückgezahlt gehabt. Wow. Das war mir sehr wichtig und das war mein Start. Ne? Das war gewisses Risiko, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich war voll überzeugt von dem, was ich tue, voller Energie. Und ich habe mir halt immer gesagt, wenn es schief geht, muss ich halt für diese 100.000 Euro arbeiten gehen und 10-mal zum Oktoberfest 2 Wochen Kellnern gehen. Zum Beispiel. Und das war es mir wert. Wie war denn das Gefühl für dich, als die Bank dir gegenüber saß und das erste Mal Nein gesagt hat? Hast du da an dir gezweifelt oder war sofort dieser, ich sag mal, vielleicht sogar auch sportliche Ehrgeiz in dir, dass du dir gedacht hast, okay, ein Nein ist kein Problem, ich mach direkt weiter? Ja, war schon, ich sag mal so, ich war nicht überrascht, weil ich wusste, dass es schwer werden würde. Weil ich auch mich informiert habe, gelesen und viele, da gab es auch schon YouTube, da gab es auch schon Immocation, da gab es Jakob Mehren, der da seine Story damals so ein bisschen auch erzählt hat. Und deswegen war ich so ein bisschen vorbereitet. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel sein wird, also dass ich so einen großen Hebel haben muss. Aber ich habe gedacht, okay, da muss ich dieses Problem lösen. Und dieses Mindset, sag ich mal, muss man immer haben. Es wird immer Probleme geben. Es wird immer mal ein Mieter nicht zahlen. Es wird immer mal eine Heizung am 5. Oktober ausfallen. Es wird immer auch mal Themen geben, die man dann lösen muss. Und da muss man halt einfach Energie haben, kreativ sein, Bock haben, Dinge zu lösen. Und dann wird man als Unternehmer erfolgreich. Ich denke, auch in anderen Branchen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dieser Ehrgeiz ist gar nicht so
fehl am Platz und man darf sich, glaube ich, wie immer im Leben von einzelnen Rückschlägen nicht K.O. schlagen lassen, sondern immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. So ein platter Spruch, aber da steckt so viel Wahrheit drin. Und ich finde das interessant. Du hast also intuitiv eine Sache richtig gemacht, die ich damals falsch gemacht habe. Ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt, dass mir ein sehr, sehr lukrativer Deal durch die Lappen gegangen ist, weil ich dort noch mit dem Mindset unterwegs war. Da habe ich ein großes Mehrfamilienhaus hier in Hagen angeboten bekommen und mir fehlten damals 75.000 Euro. Und die Bank war mit mir dort und die Bank hat gesagt, nee, wir brauchen mehr Eigenkapital. Und ich habe gesagt, ach Mist, schade, habe ich den Deal nicht bekommen. Und das war ein wirklich sehr, sehr lukrativer Deal, wo ich mich heute noch darüber ärgere, dass ich nicht weiter gekämpft habe in dem Moment. Aber da war genau das, was du intuitiv richtig gemacht hast, bei mir noch nicht vorhanden. Ich habe gedacht, die große Bank hat mir Nein gesagt, also habe ich keine Chance, das Objekt zu finanzieren, muss ich halt warten und beim nächsten Mal wieder zuschlagen sozusagen. Ich habe aber nicht den Ehrgeiz in dem Moment gehabt oder ja das fehlende Wissen einfach, dass ich in dem Moment weitergemacht habe. Also nur weil die eine Bank Nein sagt oder auch vielleicht 10 Banken Nein sagen, heißt es ja noch lange nicht, dass es keine anderen Wege gibt, an Geld zu kommen. Und das hast du intuitiv richtig gemacht. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt für Leute, die da draußen sind. Es gibt nicht immer nur einen Weg, sondern es gibt ganz, ganz viele Wege, die zum Ziel führen. Und nur weil ein Weg gerade für mich nicht funktioniert, heißt es ja nicht, dass alle Wege nicht funktionieren. Absolut. Okay, jetzt hast du dieses Mehrfamilienhaus gekauft und du musstest auch wahrscheinlich sofort in die Entwicklung gehen, vermute ich mal. Ne? Also das heißt, das Objekt nach vorne bringen, dass es die Mieterträge gesteigert hat. Was waren da so deine größten Herausforderungen? Wer den Markt in Wuppertal kennt, der weiß, Wichlinghausen ist nicht der einfachste Mietmarkt. Trotzdem sehr lukrativ, wenn man günstig einkauft. Und trotzdem eine Lage, wo ich sage, super, weil bezahlbarer Wohnraum ist in Deutschland sehr wichtig. Also die einfachen Leute, Jobcenter-Kunden und so weiter, da gibt es sehr viele von und in diesen Markt kann man sehr, sehr gut investieren. Also ich sage, eine 50, 60 Quadratmeter Wohnung ist immer krisenfest, wird immer drin gewohnt. Und dementsprechend sind das auch in dem Haus solche Wohnungen gewesen, 50, 60 Quadratmeter, jede Etage 2 Stück. Es gab eine große Wohnung, da hat eine Frau drin gewohnt mit, ich glaube, 4 Hunden, paar Katzen, paar Wellensittiche und sowas. Ne? Hat auch nur sporadisch mal die Miete gezahlt. Ich glaube, wegen dieser Mietpartei hat der Verkäufer auch damals gesagt, lass mich bitte in Ruhe mit diesem Haus. Deswegen war es ein guter Deal, weil er eben diese Probleme nicht lösen wollte. Ich habe gesagt, dran. Wir bearbeiten diese Mietpartei so lange, bis sie entweder keine Lust haben mehr mit uns in Kontakt zu sein oder bis sie einfach funktionieren, ne, sag ich mal. Und im Zuge, ich sag mal, gleich und gleich gesellt sich gern und ungleich und gleich trennt sich auch eben. Und das heißt, wenn du ein Haus übernimmst, musst du womöglich die Mieterstruktur ein bisschen ändern, aber wenn du Energie reinbringst, und die Mieter diese Energie, also das sind keine illegalen oder so, sondern einfach nur, dass du Energie, Pflege da reinsteckst. Die Leute, die vorher da so eine Wohlfühloase hatten, wo alles Flodder und Chaos war, die werden irgendwann gehen. Das ist meine Erfahrung nach 10 Jahren. Die werden irgendwann sich nicht mehr so wohlfühlen in einem gepflegten Haus, wenn es vorher total ungepflegt und es war alles egal. Die werden irgendwann auch sehen. Das hat auch 4 Jahre gedauert, aber dann war die Frau raus und dann glaube ich, 105 Quadratmeter in Etage haben wir dann getrennt in 2 Wohnungen. Vorher waren, glaube ich, 5,20 Euro Mietsituationen, vielleicht sogar ein bisschen weniger, habe ich nicht im Kopf gerade, also knapp 5 Euro, sondern 500 Euro Kaltmiete für 100 Quadratmeter. Und wenn du es getrennt hast, hast du dann halt vom Jobcenter 319,50 Euro oder so. Das sind sie jetzt, glaube ich, pro Partei bekommen. Sind halt mal 640 Euro zum Beispiel, ne? So steigert so sukzessive die Miete, das Mietklientel, den Ertragswert der Immobilie. Und das haben wir mit dem kompletten Haus gemacht. Also keiner, der damals, als ich das Haus gekauft habe, Mieter war, ist jetzt noch Mieter. Nicht, weil ich die Leute nicht schätze, sondern weil ich einfach die Philosophie hatte, ich will ein gepflegtes, sauberes, gut in Schuss gehaltenes Haus haben. Und vorher war es eben nicht so. Und das muss man und das habe ich jetzt auch mit jedem Haus so gemacht. Versuche ich auch meinen Mitarbeitern in der Verwaltung so weiterzugeben. Diese Energie, diese Aura musst du haben, damit das Haus in guten Zustand kommt.
Also waren die Herausforderungen, die du da hattest, eher verwaltungstechnische Dinge und keine handwerklichen Dinge, so dass du jetzt erstmal eine Kernsanierung machen musstest irgendwo, sondern Es ging eigentlich, das Haus war gut in Schuss, hatte aber verwaltungstechnische Probleme, Mieterstruktur, die angepasst werden musste, und das war so deine Hauptaufgabe da. Genau, das war die Hauptaufgabe. Aber wenn eben jemand ausgezogen ist, haben wir es halt renoviert. Mein Vater hat das mit seinem Team oder selbst gemacht. Also um das auch nochmal zu betonen, wir sind jetzt keine Riesenbaufirma, sondern ein kleiner Handwerksbetrieb. Und mein Vater war immer kein Risiko. Und ich war immer der dran. Das heißt, da hatten wir auch so ein paar Themen am Anfang. Aber wenn ich ihn jetzt frage, glaube ich, sagt er, ja, mega. Mhm. Ne? Weil jetzt arbeitet er nur noch für unseren Bestand, für unsere Immobilien. Und damals eben auch für externe Leute, ne, an Aufträgen, ich sag mal, waren notwendig. Und das war immer so das Ziel, dass wir nur noch für uns selbst, sag ich mal, diesen eigenen ökonomischen Kreislauf auch abdecken können. Und jetzt eben auch mit Handwerkern, mit Nachunternehmern, mit alle Gewerke aus einer Hand, sowas können wir jetzt auch alles. Also ich finde den Weg ziemlich ähnlich, wie das bei mir gelaufen ist. Tatsächlich, wenn du so erzählst, auch also diese Nebendinge, was das Mindset angeht und sowas, da finde ich mich gerade total wieder. Was mich interessieren würde, wäre, also auf der einen Seite war jetzt die Fußballkarriere da, auf der anderen Seite waren jetzt die ersten Berührungspunkte mit den Immobilien und du hast gemerkt, okay, der Weg in die finanzielle Unabhängigkeit erstmal, also dass du die Sicherheit hast, dass wenn das mal mit dem Fußball nicht mehr funktioniert, dass andere Vermögenswerte da sind, hat angefangen zu fruchten sozusagen. Also du hast gemerkt, der Weg ist der richtige. Jetzt sagst du gerade, heute sind 8 Unternehmen in deiner also in deiner Unternehmensgruppe enthalten. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast im Prinzip 2 Schwerpunkte. Kannst du da einmal drauf eingehen, wie dann von dieser Situation sich diese beiden Schwerpunkte so entwickelt haben? Gerne. Also ich habe ja nicht nur das eine Haus gekauft, sondern dann das zweite, das dritte, das vierte privat. Und wurde dann, wie heißt nochmal, das waren 5 Jahre, 25, 26 habe ich dann beim FC Heidenheim gespielt. Und da habe ich ein paar Jungs kennengelernt, die dann auch irgendwann mal oder jetzt auch deutlich höher Fußball spielen. Und habe darüber auch wieder Kontakte gesammelt. Und die haben mich immer angesprochen. Die haben gemerkt, was ich so mache, wenn ich auf der Busfahrt, E-Mails, Nebenkostenabrechnungen, was auch immer, telefoniert, Mieteingangskontrolle, was auch immer man alles so gemacht hat. Ne? Das hast du alles nebenbei quasi auf dem Weg zu den Spielen im Bus, hast du das organisiert quasi. Wenn ich es nicht abends nach dem Abendessen oder morgens gemacht habe oder in der Mittagspause, dann eben auch dann und eben gesucht, mit Maklern telefoniert, was Neues zu aktivieren, haben das alles mitbekommen und waren halt total interessiert, weil die hatten alle Kapital, aber die hatten kein Know-how, keine Infrastruktur, kein Ziel und haben das dann so verfolgt und haben halt auch dann gesehen, ich habe mir, ja, läuft gut, haben das gesehen und haben mich dann immer angesprochen und ich habe mir dann so gedacht, ja, ist schon viel Arbeit für mich selbst, wie kann ich das noch für jemand anderen machen? Mein Vater hat gesagt, um Gottes Willen, wir haben schon so viel zu tun, so nach dem Motto. Und dann musste ich mich halt entwickeln. Ich musste mich persönlich entwickeln zu einem Unternehmer. Wie kann ich das, ich sag mal, skalieren, eine Struktur aufbauen, dass man das eben auch anbieten kann für andere. Und da habe ich dann lange dran gearbeitet, dass man eine professionelle Struktur aufbaut mit Verwaltung. Da haben wir aktuell 5 festangestellte Mitarbeiter, die einen Bestand von über 400 Wohnungen verwalten und auch Gewerbeeinheiten mit Handwerkern. Also nicht nur mein Vater und vielleicht zwei Kollegen, sondern wir haben jetzt 9 feste Handwerker, die den ganzen Bestand von Installateur, Elektriker, also ganzen Instandhaltungsthemen, ist ein Riesenapparat, muss man, wenn man irgendwann, sag ich mal, 400-500 Wohnungen verwaltet, dann ist das eben ein Thema, also sehr wichtig, habe ich am Anfang nie gedacht, sehr, sehr wichtig, Strukturen, Prozesse, aber eben die Jungs, nochmal um da zurückzukommen, haben mich gefragt, hey, kannst du das nicht auch für uns machen? Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie könnte ich das aufbauen, dass ich es für die gut mache und für mich auch gut ist, weil ich will ja nicht meine Zeit verschenken. Ne? Genau. Und ein Hebel ist eben, wenn man in Immobilien investiert, dass man irgendwann merkt, okay, du hast Kapital, du hast Infrastruktur, du hast das Netzwerk, du hast Objekte, dann investierst du dein Kapital, aber du kriegst trotzdem ein gutes Objekt rein. Du kriegst trotzdem, du hast irgendwann die Infrastruktur und ich denke mir, okay, aber das Objekt wäre eigentlich auch gut, aber geht nicht. Weil dein Kapital gerade investiert ist und du aktuell keine freie Liquidität in dem Moment hast. Du kannst es einfach nicht machen. Du kannst das nicht bedienen. Und
ja, okay, dann musst du halt teilen. Du musst einen Investor reinholen, teilen, aber du kannst den Deal trotzdem machen, wenn du dir das Geld vom Investor eben holst. Und das ist sowohl Win für den Investor und Win für dich, weil du kannst den Deal machen und der Investor hat passives Immobilienportfolioaufbau, sage ich mal. Und da habe ich gesagt, okay, ich baue eine Dienstleistung auf für einen Investor, der ein Immobilienportfolio, genau wie ich es für mich privat mache, in einer professionellen Struktur, in einer vermögensverwaltenden Immobilien GmbH machen möchte. Da haben wir dann das Angebot, sage ich mal, dass man 50-50 teilt. Mhm. Der Investor gibt das Kapital, hat damit nichts zu tun, kriegt Zinsen auf sein Darlehen. Er hat die Sicherheit über die Unternehmensanteile, er hat die Sicherheit, dass die Immobilien in die GmbH gekauft werden. Also er hat, sag ich mal, eine Grundschuldbesicherung nach der Bank. Wir finanzieren mit dem Kapital, was er gibt, Immobilien, Mehrfamilienhäuser, entwickeln die Miete, kaufen das nächste Objekt. Nächste, Jahr für Jahr. Und das ist auf Strecke, auf Jahressicht, ich sag mal, sehr lukrative Möglichkeit. Und für mich eben cool, weil ich ohne Kapital, aber mit Energie, mit Know-how, mit Infrastruktur, mit Dienstleistung eben auch partizipiere von diesem Deal, den ich sonst nicht hätte machen können. Also das ist auch echt fuchsig, wie du das System aufgebaut hast, weil du hast im Prinzip deine Infrastruktur schon vorhanden gehabt. Du hast durch deine, durch dein Netzwerk im Prinzip Leute gehabt, die dich angesprochen haben und nach Lösungen gefragt haben und hast gesagt, okay, wir können das gemeinsam machen, muss aber eine Win-Win-Situation für uns beide sein und hast dann daraus im Prinzip diese Investitionsmöglichkeit geschaffen für jemanden, der selber keine Infrastruktur besitzt und kein Know-how mitgebracht hat, aber Kapital, der davon im Prinzip profitieren konnte, dass du die anderen Dinge an der Stelle hattest, aber dir fehlte gerade das Kapital, weil du im Privaten die Objekte gerade gekauft hattest, aber durch deine Netzwerktätigkeit einen so großen Dealflow hattest, dass immer wieder neue Objekte reinkamen und gesagt hast, eigentlich wäre das auch cool, wenn ich das noch dazu kaufen könnte. Und dadurch war es dann für euch beide möglich. Am Ende profitieren beide Parteien davon. Der Investor hat was, du hast aber auch was. Dafür arbeitest du aber. Und der Investor hat an der Stelle keinen weiteren Arbeitsaufwand. Exakt, absolut, genau. Und es ist ja mit dem Dealflow so, desto mehr du machst, desto besser du performst, desto zuverlässiger, desto professioneller du bist, desto mehr kommt auch immer wieder. Und so hat sich das dann eben ergeben. Und wie du schon sagst, für den Investor cool, er hat nur reines Kapitalinvest, sonst nichts. Vielleicht mal einen Gesellschafterbeschluss am Jahresende unterschreiben und Darlehensvertrag unterschreiben und mal Berichte lesen, sage ich mal, wie es läuft. Aber er verdient eben an jedem Euro, der geschaffen wird, 50 Cent. Und ich verdiene eben auch an jedem Euro, der geschaffen wird, 50 Cent, was eben für mich auch ein absoluter Mehrwert ist, weil ich über meine Struktur skalieren kann, gute Deals kaufen kann, mein Unternehmen wächst. Und der Investor hat natürlich auch noch einen riesen Sicherheitspuffer dabei, weil er weiß ganz genau, wenn du Blödsinn machst, dann hängst du mit deinen 50 Cent genauso da drin, wie er mit seinen 50 Cent. Also ist das ja für ihn auch eine gewisse Sicherheit, dass er weiß, dass du dein Bestmögliches tun wirst, um die Objekte vernünftig zu verwalten und zu entwickeln, weil du ja ein Eigeninteresse auch daran hast, dass es gut läuft. Ne? Also nicht einfach nur extern, sag ich mal, ein Objekt verkaufen und danach hast du damit nichts mehr zu tun, sondern auch die laufende Verwaltung, gerade bei Immobilien, finde ich, reden wir auch über einen längeren Zeitraum als jetzt bei einer kurzfristigen Anlage mit 2 Jahren Laufzeit oder sowas. Hier ist es ja auch wichtig, dass du kontinuierlich gute Ergebnisse in der Immobilie erzielst, eine Neuvermietung relativ schnell wieder umsetzt und. Und da hast du ja auch dadurch, dass du ja selber investiert bist, ein Eigeninteresse dran, ne? Exakt. Ich werde ausschließlich leistungsorientiert bezahlt und das Selbstvertrauen habe ich. Ich weiß, dass ich das, was ich mache, kann ich gut. Und deswegen kann ich auch so auf den Markt gehen und ist auch für viele Zuhörer, das kann man eben in dem Stil machen, kann man auch im Kleinen machen. Man kann sagen, ich baue mir Know-how auf und ich sage, was ich kann, ich zeige, was ich kann und biete das jemand anderen an und sage, hey, lass uns zusammen machen, du hast das, ich habe das, ich habe Bock, Gas zu geben, ich stecke Energie rein, dann das wird erfolgreich. Ja, da sind wir wieder bei diesem Punkt, den wir vorhin schon einmal hatten, Lösungswege finden. Also nur weil ich jetzt sage, oh, ich kann aber nicht mit Zahlen umgehen, ich bin ein total guter Handwerker, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Zahlen,
heißt es ja nicht, dass ich niemals Immobilien kaufen kann, sondern ich muss einfach das, wo ich einen Missstand drin habe, das muss ich durch jemand anderen dann einfach abdecken. Und dann ist es schöner, 50% von etwas zu haben, was Geld verdient, als 100% von etwas zu haben, was gar nichts macht. Nämlich nur meine handwerkliche Fähigkeit, mit der ich aber nichts anfangen könnte in dem Moment. Ja. Absolut. Eine coole Anekdote von heute Morgen würde ich da gerne erzählen, weil das trifft es mega. Ich war heute Morgen seit langem mal wieder auf einer Zwangsversteigerung, auf einem Termin für eine kleine Wohnung. 42 Quadratmeter Zwangsversteigerung und wollte einfach nur wissen, ich habe keinen Check dabei gehabt, ich war nicht vorbereitet, aber ich wollte einfach wissen, wie ist der Markt auf einer Zwangsversteigerung gerade, weil ich war sonst öfters mal da, auch bei Häusern und vor 2 Jahren zum Beispiel war der Saal überfüllt. Man kam fast gar nicht rein und alle haben geboten und der Preis wurde maximal hochgetrieben. Also macht gar keinen Sinn mehr, dahin zu gehen damals. Jetzt habe ich schon mehrfach wieder gehört und auch von meinem Netzwerk, es wurde gar nicht geboten. Auf ein Haus zum Beispiel in Wuppertal letztens, was ich so nur im Portal verfolgt hatte, wurde gar nicht geboten. Dachte ich, okay, ich gucke mir das mal an, wie das so ist. Und auf die kleinen Wohnungen heute war doch einiges los, so knapp 20, 25 Leute, so 5, 6, die geboten haben. Und der Preis wurde jetzt auf 1400 den Quadratmeter hochgepusht. Was ich sage, ist wäre zum Beispiel für mich, meinem Suchprofil, deutlich zu viel im aktuellen Markt. Aber ich saß da, wir haben nur gequatscht. Rechts neben mir saß ein Hausmeister, der eben geboten hat. Wir haben ein bisschen gequatscht, haben unsere Nummern ausgetauscht, wieder Netzwerk erweitert in Wuppertal. Und nach dem Termin, ich war mit meinem Vater da, kam ein junger Typ zu mir und hat so ein bisschen, der saß links neben uns, ein bisschen weiter weg, ein bisschen gehört, was wir machen. Hat zu mir gesagt, ich arbeite als Maschinenbau habe ich studiert und ich arbeite 35-Stunden-Woche. Ich gehe immer hier hin, ich habe ein bisschen Eigenkapital, ich will mir was aufbauen. Er guckt die YouTube, Podcast, Instagram und er sucht jemanden, an dem er sich orientieren kann. Er bietet seine Zeit kostenlos an, er sucht jemanden, der Know-how hat, Struktur, er will das lernen. Und ich dachte mir, wow, cooler Typ. Wollte ich gerade sagen. Alleine vom Mindset her bemerkenswert. Sehr mega. Gut. Wir haben Nummern ausgetauscht. Ich werde ihn treffen und ich kann ja auch davon Mehrwert haben, weil ich habe jemanden, der vielleicht zuverlässig, vielleicht hilft, der mal was machen kann. Und ich zeige ihm, was ich drauf habe. Und er kann davon lernen. Er kann von der Struktur profitieren, vielleicht auch für sich. Und vielleicht ist es sogar so, dass er irgendwann sagt, hey, ich kündige meinen 35-Stunden-Job. Ich gehe zu Kolja und arbeite bei ihm und ich biete ihm wieder trotzdem flexibel, bau dein eigenes Netzwerk weiter auf, dein Unternehmen und sowas. Deswegen, das Mindset ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Einfach machen, Bock haben, Know-how, connecten und dann entstehen Möglichkeiten. Wir haben da eine Parallele, die du vorhin so nebenbei angesprochen hast und wo die meisten Leute hier im Büro wahrscheinlich schon die Hände vor die Augen schlagen, wenn ich das schon wieder sage, aber Positives zieht Positives an und Negatives zieht Negatives an. Das Gesetz der Anziehung hat da mit Sicherheit total Anwendung gefunden. In dem Moment, wenn gute Dinge passieren, ziehen sie automatisch andere gute Dinge an. Man darf nur immer nicht die Erwartungshaltung haben, dass es genau im nächsten Moment passiert, finde ich, sondern irgendwann wird man die Rechnung dafür kriegen, egal ob ich etwas Gutes gemacht habe oder auch etwas Schlechtes. Nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen kommt dann diese Sache auf einen zurück. Ne? Und ich glaube, wenn man mit dieser Erwartungshaltung auch in die Situation reingeht und nicht, ich mache jetzt etwas und möchte jetzt dafür etwas bekommen, ich glaube, dann eröffnen sich ganz, ganz neue Welten da draußen, dass irgendwann wie ein Magnet man die Dinge positiv anzieht, die auf einen zukommen. Ne? Also genug von dem Mindset-Thema, aber wir waren ja bei dem Punkt stehen geblieben, dass du deine Unternehmensgruppe in 2 Teilbereiche aufgesplittet hast oder da dich so spezialisiert hast. Der eine Bereich ist jetzt also der Bereich, wo du anderen Investoren die Möglichkeit geboten hast, an deiner Infrastruktur teilzuhaben. Und was ist der andere Bereich? Der andere Bereich ist, macht mir großen Spaß, habe ich große Leidenschaft für, auch ist Projektentwicklung. Ist natürlich, das Wort ist relativ breit gefächert. Wir wollen uns oder wir spezialisieren uns gerade sehr explizit auf den Bereich Neubau. Aktuell, wer die Themen verfolgt, Vonovia, Politik, Herr Gröner, was auch immer, ist ja so ein bisschen sozialer Sprengstoff. Man sagt, Wohnungsknappheit wird irgendwann ein politisches Thema, weil die Leute unzufrieden werden und die Mieten steigen. Wohnraum sollte ein Grundbedürfnis, jeder sollte Wohnraum haben. Und womöglich können sich irgendwann die Menschen das nicht mehr leisten und dann entstehen Unruhen. Und aus diesem Begriff
entsteht ja auch so ein bisschen, ich sag mal, Verantwortung für uns aus dem Immobilienbereich. Wie können wir dieses Problem lösen? Das hat mein Team lange beschäftigt und wir haben jetzt eine Lösung gefunden, unserer Meinung nach sehr coole Lösung, wie wir wirtschaftlich wieder bauen können. Wir können, ich sag mal, bezahlbaren Wohnraum schaffen, der ein top energetisches Level hat, der nachhaltig ist und der bezahlbar auch für den Investor ist. Da greifen natürlich auch KfW-Förderungen, Förderprogramme vom Staat jetzt rein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn wir unsere Bauweise KfW 40 NH mit QNG-Zertifizierung, ist aktuell der beste Standard eigentlich. Beste energetische Standard. Ja. Diese Zertifikate, Nachhaltigkeitszertifikate, der Blaue Engel zum Beispiel, PEFC-Zertifikat, das sind Dinge, die sind sehr schwer zu bekommen. Das schaffen wir mit unserer Bauweise und mit dieser Bauweise, Holzmassivbauweise, also jeder, der mich dann irgendwann mal kennenlernt, dem werde ich so einen Holzmassivstein mal mitbringen. Das ist ordentlich. Also wenn man es vergleicht, zum Beispiel, man kann ja Stein auf Stein mit Itungstein. Also genau. Massivbauweise kennt man ja Stein auf Stein Mauern. Jetzt hast du aber Holz und Massiv in einem Wort. Das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Was ist da die Besonderheit dran? Genau, also zum Beispiel, wenn man Stein auf Stein, dann gibt man immer so einen Itungstein, den kann man so hochheben. So groß, ich habe selber schon mit Itungstein Neubau gemacht in Wuppertal. Der ist deutlich leichter als holzmassiv dünnere Wände zum Beispiel. Das entsteht durch sehr stark aufeinandergepresste OSB-Plattenschichten. Also nicht so ein KVH-Holz, so einen Balken, sage ich jetzt mal, genau, wie man vom Dach kennt, sondern gepresste Holzspäne, kann ich mir so vorstellen. Genau, massiv gepresstes Holz, kein Ständerwerk. Man kann mit dieser Bauweise, Holzmassivbauweise, kann man einen Zehnstöcker bauen. Man kann ein Hochhaus damit bauen. Okay. Es ist jetzt auch bald der erste Rohbau in Deutschland, der ein Fünfstöcker ist. Ist jetzt gerade ein Pilotprojekt in Schwerin mit dieser Bauweise. Und wir bieten eben diese Bauweise an, mit unseren Möglichkeiten, mit unserem Team, von Architekt bis Ausführung steht ein fertiger Rohbau oder eben auch ein schlüsselfertiges Haus dann, das ist ja Innenausbau, ist kein Hexenwerk dann, steht eben dann da für wirtschaftlich gute Konditionen. Also wenn die Vonovia in einem Artikel schreibt, wir können nur noch für 5.000 Euro den Quadratmeter bauen, dann sagen wir jetzt, wir können energetisch Top-Level für deutlich günstiger bauen. Zusätzlich kriegt der Investor für jede Wohneinheit aktuell von der KfW eine Förderung von 150.000 Euro zu einem Zins, der variiert immer so ein bisschen, wie 0,98, sowas. Sagen wir 1%. Also sehr gute Zinsbedingungen. Und ich sage, wenn man kleine Apartments baut, kann man bezahlbaren Wohnraum wieder in einem top energetischen Level herstellen. Also du sagst jetzt gerade, ich finde das interessant, und also du sagst jetzt gerade, da wo jede Menge Projektentwickler die Segel streichen, also wo eigentlich draußen ganz Deutschland sagt, Neubau ist gestorben und Projektentwickler es gerade wirklich richtig schwer haben, da hört sich das so an, als wenn ihr die eierlegende Wollmilchsau gefunden habt, also die perfekte Variante. Neuester KfW-Standard, also oder der beste KfW-Standard aktuell, mit Holz. So, wo ist der Nachteil? Also das muss doch irgendwie so sein, ich stelle mir das jetzt vor wie bei einem Holzständerwerk, wenn ich jetzt 5 Stockwerke übereinander baue, da muss ich doch eine unglaubliche Geräuschkulisse da haben, oder? Also beim Holzständerwerk wäre es doch jetzt so, dass man dann sofort hört, wenn der Nachbar oben drüber irgendwie gerade eine Party feiert oder sowas. Ne? Wie ist das in der Holzmassivbaugeschichte? Also wir haben von der Qualität her, von dem Schallschutz, Wärmeschutz und von der Statik her exakt dieselben Werte wie eine Steinmassiv- oder Massivbauweise. Vorteil trotzdem ist, zum Beispiel bei Brutto-Grundfläche von 500 Quadratmetern hast du bei Stein auf Stein eine gewisse Anzahl an Wohnfläche. Das heißt, die Wände verringern deine Wohnfläche. Durch unsere Bauweise, dadurch, dass unsere Wand deutlich dünner ist und trotzdem dieselben Werte hat, da gibt es diese ganzen U-Werte und so weiter, technisches Know-how erspare ich euch jetzt. Da suche ich mir nämlich auch immer Experten, weil ich bin eher Kaufmann und nicht technischer Experte. Dementsprechend, ich habe ein Grundverständnis davon, aber den Rest lasse ich dann den Experten, den Architekten, den Bauingenieur machen. Aber du sparst dir
von der Bruttogrundfläche zur Wohnfläche circa, sagen wir, 10%. Du hast 10% mehr Wohnfläche quasi. Exakt. Was im Verkauf für den Projektentwickler total interessant ist. Richtig Geld. Du verkaufst 5.000 Euro den Quadratmeter, hast 10% mehr Wohnfläche. Das ist wieder wirtschaftlich. Mhm. Und das sind Themen, die einfach Riesenvorteile sind. Und die ganzen, ganzen technischen Sachen können wir gerne dann nochmal diskutieren, auch mit meinem Team gemeinsam und können das mal vergleichen. Und dann haben wir bisher die Erfahrung gemacht, oh, das ist aber cool. Und deswegen, da wollen wir in den Markt massiv rein jetzt. Ich finde das total, dass da kriege ich ein großes Herz. Ich freue mich darauf, dass das jetzt mehr und mehr in Deutschland auch umgesetzt wird. Und wir wollen eben ein kleiner Teil davon sein, der Vorreiter ist für diese Bauweise. Finde ich richtig gut. Also hat ja auch was mit Nachhaltigkeit und sowas zu tun, ne? Also ich glaube, dass das jetzt genau den Kern der Zeit irgendwo trifft. Und ich sag mal, was ich jetzt aus der Baufinanzierung so mitbekomme, es wird ja gerade auch extrem daran gearbeitet, das Thema Neubau wieder lukrativer zu machen. Und tatsächlich jetzt gerade, also Stand heute, ist es so, dass wir teilweise im Neubau sogar deutlich günstigere Zinssätze im Mischzins anbieten können, durch solche KfW-Programme, durch Zuschüsse, die wir da mitnehmen können, als in der Bestandsimmobilie. Ne? Ja. Also letzte Woche haben wir eine 10-Jahres-Kondition für 5,4% Zinsen bei einer 100% Beleihung machen müssen. Das sind Zinssätze, die sind schon echt lange her, dass wir mal solche Zinssätze irgendwo gehabt haben. Es geht zum Glück gerade wieder einen Ticken nach unten, aber das war jetzt schon historisch für mich irgendwie eine besondere Situation. Und gerade da, finde ich, ist es wichtig, eine Alternative finden zu können. Und du gehst jetzt einmal von der Seite dran, dass man sagt, okay, wir müssen die Baukosten irgendwie nach unten setzen, ohne dass wir aber einen, ja, ich sage jetzt mal, Qualitätsverlust haben. Also das heißt, Wärmeschutz oder auch Schallschutz einbüßen müssen. Und auf der anderen Seite, wir auch über Fördermöglichkeiten, die es von der KfW gibt, das Ganze in der Einnahmensituation wieder ein bisschen lukrativer machen, sodass das eigentlich diese Win-Win-Situation ist, dass man heute noch Neubau überhaupt realisieren kann. Weil ich glaube, das ist gerade die größte Herausforderung überhaupt, wo die Leute auch so ein bisschen Planungsangst haben. Ne? Also wenn sie gerade einen Neubau vor der Brust haben, wie entwickeln sich die Materialpreise da? Ne? Wer ist jetzt genau dein Zielkunde für diese Thematik? Gerade sagtest du, in dem einen Bereich waren es die Leute, die Geld haben, die aber keine Infrastruktur haben für den Immobilienaufbau. Wer genau ist jetzt hier der Zielkunde? Der Einfamilienhauskäufer, der gerne ein Einfamilienhaus bauen möchte, oder auch derjenige, der sagt, hey, wir wollen hier eine Wohnanlage mit 20 Einheiten bauen? Also zum Thema Einfamilienhaus auch, aber ist nicht mein Zielkunde. Trotzdem nochmal kurzer Fakt. Alle 20 Sekunden wächst in Deutschland so viel Holz, wie man für ein Einfamilienhaus benötigen müsste. Ne? Von daher das Nachhaltigkeitsthema nochmal. Ne? Wir können da sehr viele Einfamilienhäuser mit bauen, aber das ist nicht meine Zielgruppe eigentlich. Okay. Können wir aber auch machen. Aber was wir suchen Investoren, Projektentwickler, die Neubau machen wollen und das wieder wirtschaftlich, wirtschaftlich dargestellt haben wollen. Für die ist das unfassbar interessant. Für wen noch? Also Mehrfamilienhäuser, ganz konkret, ne? Ganz konkret, genau. Wir wollen eigentlich am besten so viele Einheiten wie möglich in so kleinsten Größen wie möglich, weil dadurch hast du den höchsten wirtschaftlichen Hebel. Du kannst natürlich auch am besten eine Exit-Strategie so planen, weil du natürlich den KfW-Zins an den Käufer wieder weitergeben kannst und dadurch wieder, ich sag mal, marktgerechte Preise erzielen kannst, was aktuell mit 5,4, wie du es gesagt hast, Zins ja überhaupt nicht darstellbar ist. Du musst ja dem Kunden einen 8% dahinstellen. Ja. Wie willst du das schaffen mit den Baukosten? Das ist unmöglich. Aber wenn der Kunde einen Zins von 1% hat für 150.000 und die Wohnung kostet im besten Fall 200, 220, 250.000 oder halt 300.000, dann hast du halt einen Mischzins, dann ist es im Exit wieder darstellbar. Und auch in der aktuellen Situation, wo die Preise schon fallen, aber eine gewisse Grenze durch den Ertragswert, steigende Mieten etc. eben da ist, ist das eben dann wieder lukrativ. Zweite Zielgruppe wäre eine Privatperson, hat ein Grundstück, was genehmigungsfähig ist. Wir können den Bauantrag, die Bauvoranfrage machen oder es ist eben schon genehmigt. Zum Beispiel viele Projektentwickler haben auch
Doppelhaushälften genehmigen lassen, weil das eine Zeit lang super funktioniert hat. Die stehen jetzt da, ich baue keine Doppelhaushälfte, weil das kauft mir ja keiner ab. Mhm. Mach eine andere Genehmigung für ein Mehrfamilienhaus und spreche uns an zum Beispiel. Dann können wir dir das wirtschaftlich wieder darstellen. Können wir ein Problem für den Projektentwickler lösen. Aber zweites, Privatperson hat ein Grundstück, man kann drauf bauen. Es gibt zusätzlich zu den KfW-Programmen gibt es auch die degressive AFA, die jetzt erhöht worden ist. Das heißt, 6% über so und so viele Jahre, ich glaube 6 Jahre. Das macht einiges wieder lukrativer, ja, definitiv. Ja. Ja, ich selbst habe einen Neubau für mich im Privatbesitz gebaut, wo ich eine Sonder-AFA von 2022 genutzt hatte. Das war für 4 Jahre 7% zusätzlich, also mit 2% zusätzlich, 4 mal 9%. Macht auf die Bausumme schon einiges aus, womit du deine private Steuerlast deutlich reduzieren kannst. Genau. Ja. Und dann ist es auch für einen Privatkunden, also jemanden, der ein gutes Gehalt hat, der ein Grundstück entweder kaufen will oder hat, für den ist das unfassbar spannend, weil wir können 10 Parteienhaus zum Beispiel, 10 mal 50 Quadratmeter, wären 500 Quadratmeter, würdest du von der KfW 150.000 pro Wohneinheit, also 1,5 Millionen bekommen. Wir können ungefähr in dem Rahmen, je nachdem, wie das Haus dasteht, können wir es dir bauen. Hast du 1% Zins? Wollte ich gerade sagen. Und das zu dem Zins von ungefähr 1%. Genau, zu einer Vermietungssituation, die gut ist, mit einer degressiven AFA, für denjenigen wirtschaftlich die beste Option. Super spannend. Also ganz konkret, Leute, die beispielsweise ein Grundstück im Bestand haben, geplant hatten, dort etwas drauf zu bauen, aber jetzt aufgrund der aktuellen Situation eher zurückhaltend, ängstlich sind. Das wären zum Beispiel so typische Kunden für dich, wo du sagen würdest, okay, ihr würdet das entwickeln als Projektentwickler und also als Projektentwickler bauen und dann dem Kunden das Grundstück abkaufen oder der Kunde baut mit euch gemeinsam das Projekt und ihr verkauft an. Wir können es als Dienstleistung machen. Wir können für denjenigen einfach nur bauen. Er behält es im Stand. Das ist für ihn eine super wirtschaftliche Lösung. Wir können natürlich auch das Grundstück kaufen und es selber machen. Aktuell, der Markt für Grundstücke ist genial. Keiner will bauen. Du kannst super günstig Grundstücke kaufen und dann mit dem System, mit dem Konzept einfach eine wirtschaftlich Top-Lösung hinstellen. Das auch generell für jemanden, der ein bisschen Kapital hat. Kauf ein Grundstück, sprich uns an oder sprich uns am besten vorher an, ob das Grundstück auch perfekt dafür da ist. Können wir ja auch beraten. Wir haben einen eigenen Architekten in-house, der das für uns jeden Tag macht. Und wir können dir das als Dienstleistung oder man kann es auch gemeinsam, dann ist es wieder für einen Projektentwickler. Wir machen es gemeinsam, haben eine gemeinsame Exit-Strategie und man teilt sich dann eben, was dann da bleibt oder wie auch immer, findet einen Schlüssel. Wir können es auch für den Projektentwickler nur als Dienstleistung machen. Wir wollen auf jeden Fall bauen, können bauen und wollen da auch Schlagzahl drauf bekommen. Finde ich super. Also da, wo die anderen alle gerade, ich sag mal, den Schwanz einziehen und Angst haben vor dem, was da draußen am Markt passiert, klingt es so, als wenn ihr wirklich eine interessante Lösung gefunden habt, wie man trotzdem in der aktuellen Situation noch Geld verdienen kann. Und also wer jetzt ganz detailliert zugehört hat, der hat da gerade 5 oder 6 Punkte gehört, wie man eine bestehende Investition halt optimieren kann, indem man einfach intelligent Förderprogramme, Sonderabschreibungen, Vermietungsmöglichkeiten miteinander kombiniert und es dadurch schafft, etwas, was heute am Markt angeblich überhaupt nicht mehr lukrativ sein soll, doch dahin bringen kann, dass man damit noch Geld verdienen kann. Das finde ich mega inspirierend, finde ich sehr, sehr gut. Und ich würde auch tatsächlich deine Kontaktdaten, wenn das für dich in Ordnung ist, in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinken, weil vielleicht haben wir ja irgendeinen interessierten Zuhörer, der sagt, boah, genau da habe ich gerade ein Problem. Dann kann man dich hoffentlich ansprechen. Gerne. Wir würden das über die Instagram-Seite von dir mal machen, dass wir die unten mit rein verlinken und dann kann man dich wahrscheinlich dann einfach anschreiben. Genau, einfach anschreiben, einfach melden und dann sprechen wir einfach mal. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil wir am Anfang angefangen haben mit deinem Mindset-Thema, wenn das mit dem Fußball mal nicht funktioniert, dann möchte ich mir ein zusätzliches Einkommen aufgebaut haben. Bis zu dem Punkt, wo du heute bist, 8 Immobilienunternehmen in deiner Unternehmensgruppe, deine Einheiten im Bestand, die Investitionsmöglichkeiten, die du bietest, rückblickend betrachtet. Würdest du jetzt sagen, war der richtige Weg, würde ich so nochmal machen? Oder was würdest du vielleicht anders machen? Ja, spannende Frage. Ich will nicht so viel zurückblicken, weil ich einfach das Leben gerne so aktiv nach vorne sehr aktiv leben möchte. Aber es ist so, ich bin gestartet mit einem Ziel, das ich schnell erreicht habe. Und dann
bin ich ein Mensch einfach, der sagt, wow, das macht Spaß, ich will dabei bleiben. Nächstes Ziel, nächstes Ziel. Aber es ist eben so, dass ich auch, ja, ich sag mal so, es ist sehr viel Zeit, sehr viel Energie, sehr viel Wille und Motivation spielt da eine Rolle. Aber ich habe eben ein großes Ziel und ich habe einen Weg für mich gefunden, dass ich sage, das macht mir Spaß, das erfüllt meinen Tag und ich könnte es jeden Tag 24 Stunden machen. Natürlich ja Familie, das ist immer so, das ist natürlich das Wichtigste, Gesundheit und Familie. Aber meine Frau sagt mir immer, können wir nicht mal das und das machen? Aber ich denke mir dann immer, mir macht das am meisten Spaß. Ne? Und das, ja, das müssen halt Menschen um dich herum verstehen, was auch schon anstrengend ist, deswegen anstrengend sein kann. Deswegen bin ich da sehr dankbar, dass ich da eine Familie gefunden habe, die mich so akzeptiert, wie ich bin. Aber ja, mein Weg wird weitergehen. Ich habe da Bock drauf, ich habe da Spaß dran. Ich gebe da weiter Vollgas und würde auf jeden Fall jedem raten, der investieren möchte, mach das mit Immobilien, steck alles rein, was du hast und du wirst erfolgreich. Aber ja, ich muss auch sehr, sehr demütig dankbar bleiben dafür, welche Gegebenheiten ich hatte. Und deswegen, ja, ich würde jedes Mal wieder so machen, vielleicht manche Dinge ein bisschen besser. Da hat man mal Lehrgeld bezahlt, hat man auf die Mütze bekommen. Das macht man dann aber in den nächsten Jahren besser. Habe viele Fehler gemacht, weil ich auch einfach voll drauf losgehe und Strategie, klar, aber auch sage, wir machen jetzt und wenn ein Problem auftritt, dann lösen wir das. Da habe ich einige Erfahrungen gemacht, die ich aber jetzt auch schätze, wo ich vielleicht hätte mehr Geld verdienen können oder weniger Arbeit hätte haben müssen. Aber ich glaube, so wird auch mein Weg weitergehen. Ich werde wieder mal einen auf die Mütze bekommen und dann löse ich das Problem. Dann steht man wieder auf und macht weiter. Genau, dann steht man auf, macht weiter, dann hat man entweder ein bisschen Geld oder ein bisschen Zeit verloren. Und wenn man ein cooles Team hat, die alle zufrieden sind, alle Bock haben, alle motiviert sind, wird man viel erreichen können. Eine letzte Frage, weil ich finde, wir haben einen richtig runden Abschluss gerade, aber eine letzte Frage hätte ich noch. Stell dir mal vor, jetzt kommt ein 18-jähriger, junger, talentierter Spieler auf dich zu, der mitbekommen hat, dass du was im Immobilienbereich machst. Und der ist hochmotiviert und sagt, boah, Immobilien interessieren mich total. Und er sagt, wie komme ich da rein in das Thema? Wie würdest du heute nochmal starten? Würdest du ihm eine Buchempfehlung geben? Oder was wäre so der erste Schritt, wo du sagen würdest, ey, pass mal auf, mach als allererstes mal das und das und dann geht's weiter? Ja, gute Frage. Ich würde wahrscheinlich als Buch würde ich empfehlen Die Macht des Unterbewusstseins von Murphy, aber das ist eben nicht nur auf Immobilien bezogen, sondern generell das Mindset. Ganze im Sport, im Unterbewusstsein, also einfach von der Persönlichkeit her anwenden, um weiterzukommen im Leben. Wenn du dein Geld anlegen willst, dann bist du entweder so gut, wie ich es mir aufgebaut habe und das ist ein langer Weg, oder du suchst dir jemanden wie mich und konzentrierst dich auf das, was du am besten kannst, auf Fußball oder was auch immer, und deine Eltern, wenn du denen vertraust, schickst du zu jemanden wie mir. Wir sprechen und wir regeln alles im Background über Jahre. Du konzentrierst dich, dass du maximal weit im Fußball kommst oder maximal weit im Basketball oder im Eishockey oder wo auch immer. Konzentriere dich auf das, was dir Spaß macht, wo du gut bist. Wenn das der Immobilienbereich ist, dann wird sich der Weg von alleine finden. Dann brauche ich ihm keinen Tipp geben. Dann wird das Gesetz der Anziehung ihn auf den richtigen Pfad führen. Du bringst das auf den Punkt. Also ich hätte tatsächlich auch gesagt, es bringt nichts, wenn man keine Berührungsängste hat, zum Beispiel mit Mietern, oder sagt, boah, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf Nebenkostenabrechnungen oder auf den tropfenden Wasserhahn. Man kann alles auslagern und man kann für alles Infrastruktur schaffen, aber wenn man grundsätzlich kein Interesse an irgendeinem Thema hat, das wäre so, als wenn ich jetzt mich auf den Fußballplatz stellen würde und anfangen würde, Fußball zu spielen. Ich glaube, dass ich wäre grottenschlecht einfach, ne? weil ich habe da für mich einfach keine Freude dran in dem Moment. Ne? Und wenn ich jetzt aber mit Zwang versuchen würde, es zu tun, genauso wie mit Immobilien, wenn man keine Freude daran hat und es mit Zwang versuchen würde, es zu tun, kann es nicht wirklich erfolgreich werden, ne, an der Stelle. Deswegen, das grundsätzliche Interesse muss da sein. Und ich finde das auch gut, diesen Tipp, wenn du grundsätzlich sagst, ich will da rein, aber ich habe kein Verständnis dafür, dann such dir jemanden, der dich dabei unterstützen kann. Und ja, lass dir von demjenigen helfen und mach du das, was du gut kannst und wo dein Herz für brennt. Ne? Mhm. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank für diese Folge. Also ich glaube, wir haben hier so ein paar echt inspirierende Punkte mit dabei. Also mal abgesehen vom Mindset, aber auch was das Immobilienthema angeht und vor allen Dingen total spannend, Neubau in der jetzigen Zeit, dass das Ganze doch noch interessant und lukrativ sein kann. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Wenn ihr Fragen noch an den Kolja habt oder auch zum Thema Neubau gerne noch eine weitere Folge haben wollt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare mit rein, schreibt uns eine Nachricht und vielleicht hat der Kolja ja dann nochmal Zeit, sich bei uns im Podcast nochmal vorzustellen. Vielleicht dürfen wir dich auch mal auf einer Baustelle besuchen, wäre vielleicht auch ein interessanter gerne, Punkt. Gerne, sehr gerne. Dann lasst uns das gerne zukommen und dann sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast. Danke, Kolja. Danke auch, danke, ciao.